Hallöchen, wir sind wieder bei 7 Days und er hat immer wieder nichts. Das kennen wir ja schon. Wir fahren jetzt weiter zum nächsten. Hatte ich ja, glaube ich, schon markiert, oder? Mal kurz gucken. Hatte ich nicht? Nee, doch, hier. Hä? Warte mal. Wo habe ich denn den Punkt hingesetzt? Wir wollten doch erst hier hin. Genau, weil wir hier ja bei unserem sind. Und dann weiter zu Jen und dann, genau. Keine Ahnung. Wir setzen Punkt neu. Dann passt das. Alles klärchen. Natürlich. Hoffen wir mal, dass es irgendeiner das haben wird. Weil alle Händler hoch 5 ist ein bisschen toll. Das ist wirklich ein bisschen toll. Willkommen bei der Nummer 1 oder Nummer 2. Nummer 1 für heute, Nummer 2 insgesamt, den einen haben wir ja gestern schon. Erstmal Lucky Lucky machen, das ist auch der gute Ricky. Magnum in die Nase und den passt es schon. So, mein Freund, Rauschdorfi. Dim, 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 dim. Wer hätte das gedacht? Gucken trotzdem mal alles durch. Vielleicht finden wir auch mal irgendwie ein Buch, was uns noch fehlt oder so. Aber nixe. Gar nixe. Nö. Maiskolben hat er ja. Das will kein Mensch. Generator, Lautsprecher, alles zu Hause. Jojo. Gut. Tschüss, mein Freund. Dann besuchen wir Jin. Na, selbstverständlich. Schneller Wegpunkt. Das geht denn in die Richtung da. Passt alles. Diesmal bitte aus dem richtigen Ausgang. Jo. Wie viel der Händler-Tour ist das jetzt? Keine Ahnung, ich habe mir mitgezählt. Dritte, vierte? Ach, gut, aber wie gesagt, ich glaube mittlerweile, das ist aber noch eine Glückssache. Dass mir alle Händler auf 5 kann nicht angehen. Das ist. Weil sonst hätten ja nicht manche von euch schon ganz am Anfang eine Solarzelle gehabt. Da muss also irgendwas anderes hinterstecken. Hier ist die gute Snowgin. Alles klären, lass uns rennen. Tür zu. Kann ich erstmal den Zombies hier aufhalten? Die haben eh nichts Brauchbares. Dann zeug mal her. Hello, Traveler. Hello. What's ailing you? Oh, Rostoffi? Mö? Mö. Okay. Mann. Ich hab schon wieder so einen Kratzhusten, das ist schlimm, aber. Nixe, absolute Nixe, nö. Habe ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gehofft. Gehofft auf jeden Fall. Ist nix. Gut, die Gin haben wir auch durch. Time. Hier oben war ja nix, zumindest haben wir da keinen gefunden. Dann geht's gleich weiter ins Wasteland. See you. Nein. So. Nee. Aber gut, wie gesagt, erwarten tue ich es bei keinem Händler. Will man ja wohl noch dürfen. Abflug hier, Mensch. Halt, wie du abgebrochener. Keine Zeit für dich. Was sind da los? Müssen wir, in welche Richtung müssen wir überhaupt? Ich. Da. Ist am Arsch der Welt. Na, da sind wir ja mal wieder bei unserem Freund. Wir haben ihn ja schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Aber so, warte mal. Wenn wir denn schon mal hier sind, können wir auch mal kurz den Rest hier mitnehmen, was da noch in den Kisten rumoxidiert. So.
Dann haben wir die Kisten hier zumindest leer fürs nächste Mal. Das geht rein, das geht drin. Hier, die wollten wir ja auch mitnehmen. Das packen wir hier auch erstmal rein. Druni hat seinen Standardkram. Bip, bip. So, das noch. Den können wir gleich verkaufen da. Das ist nun kein Weltuntergang. Gut. Schön. Dann haben wir zumindest die Kisten hier leer. So, und reingucken tun wir es trotzdem beim Guten. Da war es zumindest nicht ganz umsonst. Da. Dankeschön. Das ist richtig schlimm mit dem Guten. So, alles klar. So, Rostoffi. Nix, ne? So langsam habe ich das Gefühl, ich habe den Solarzellenvorrat aufgebraucht im Spiel oder so. Das kann ich es mir nicht mehr erklären. Hier noch vielleicht irgendwas Brauchbares mit zwischen? Nee, ne? Mö. I got better things to do than stare at the likes of you. Ach, sei froh, dass ich keine Muni habe, sonst hättest du ein drittes Nasenloch. Schön, Tür zu. So, den besuchen wir eh nochmal. Dann haben wir unsere Standardtour zurückhalten, ne? Na ja, gut, erst nochmal Bob. Der gute Bobby ist ja in der Wüste. Und dann nochmal unsere alte Gin. Und dann sind wir schon wieder so gut wie durch. Hier. Sehr schön. Ich muss jetzt aber unbedingt mal was gucken. Fühl mich jetzt gerade unterwegs ein. Bin mir gar nicht sicher, ob wir Restock haben. Ich war der Meinung, es war 118, aber vielleicht haben wir es auch bis morgen. No public bathrooms here. And don't be peeing on the floor. Nein, stimmt schon. Das wäre der nächste nicht mehr nach. Okay. Hier ist aber nichts. Nö, das war nicht zu erwarten. Gut. Nochmal hier komplett durch. Auch immer das gleiche an Magazinen, EO, Bücher, brauchen wir alles nicht. Warte mal. Der hat eine 5er Solarzelle. Die stand jetzt aber nicht bei Rohstoffe, ne? Aber steht die jedes... Doch, ich habe sie nicht gesehen. Aber gut, bei den anderen haben wir auch alles durchgeguckt, also die hatten definitiv keine. Das ist schon mal ein Anfang. Ich hätte zwar lieber die 6er, aber 5er ist schon mal besser als keine. 54.000 sind eine Stange Geld. I knew you didn't have money the moment I laid eyes on you. Jo, wir genehmigen uns auch mal eine Ehre so sehr. Kriegen wir es ein Tickchen billiger. So, dann haben wir zumindest eine. Das ist doch schon mal schön. Okay, Solarzelle. 38.000 kostet so. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist doch schon mal schön. Den kannst du, glaube ich, verkaufen. Bitte? Das ist schon mal ein guter Anfang. Wunderbar. Zumindest eine. Ein Träumchen. Ach, ist das herrlich. Auch wenn ich keine 6er hätte, aber 5er nehme ich auch. Ich würde sogar 4er nehmen, so verzweifelt wie ich bin. So, Bob, jetzt bist du dran. So, Bobby, wir sind auch da. Ja, hab dich doch schon gesehen, Big Money. Bitte. Schlimm, Rinder. Wenn wir Glück haben und er eine hat, können wir sogar die ihre Soße noch einmal ausnutzen. Die ist noch nicht abgelaufen. So. Oh, immer Schnee. Glaube ich aber allerdings nicht. Rohstoffe. Nein, er hat definitiv... Nix. Okay. Wäre ja zu schön gewesen, aber immerhin eine, ne? Immerhin eine. Das freut mich. Und ich bin jetzt mal überlegen, wir haben am nächsten Tag Horde und wir sowieso die Einzelhändler hochkriegen müssen. Und er hier ja noch auf 1 ist, hier jetzt zumindest noch so ein, zwei Quests zu machen. Dann können wir am nächsten Tag gemütlich die Installation weitermachen und Horde machen und so weiter und so fort. Auf dem Rückweg können wir ja Jen noch einmal besuchen. Restock ist ja erst 121. Den würde ich so. Besäulige Zombies. The Presser Residence. God bless you. Wohl hier haben wir noch gar keine Quests gemacht. Sagen wir mal ganz ehrlich. Ist jetzt eh abgelaufen, ihre Soße.
Motorrad steht hier irgendwo. Und ein leichtes Unwetter haben wir auch. Fliegendes Fleisch, da renne ich doch jetzt nicht hinterher. Wann willst du, Lady? So, dann müssen wir aber trotzdem einmal kurz. Das kann rennen. Die kann wieder rennen. Die kann rennen. Und das Gel geht natürlich. Wie jetzt auch nicht ewig gegen. Wie gesagt, nächsten Tag noch wurde. Auch etwas voll für viele Quiz. Aber trotzdem, diese hier machen wir. Wir haben hier in der Wüste nämlich noch nicht wirklich Quiz gemacht. Ich meine, wir hatten zwei, drei Quests von anderen Händlern, die uns in die Wüste geführt haben. Aber direkt bei einem Händler in der Wüste haben wir noch gar nichts gemacht. Bob ist einer der Händler, der unbedingt noch hoch muss. Genauso wie Joel, den wir übrigens hier auch noch in der Wüste haben. Wie gesagt, die beiden können wir auf dem Rückweg mitnehmen. Schön. Na, 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 na. Ja. Fahr mal alles kaputt, mein Freund. Fahr mal alles kaputt. Sieht schon irgendwie cooler aus hier. Nimm an. Ist zumindest die Mülltonne wieder da. Dankeschön. Ich hab doch gerade, oh Gott sagen, hab doch gerade gefuttert. Ja, gut, finde mehr Blei. Ja, ja, haben wir. Und hier haben wir ebenfalls. Das nehmen wir mit. Den können wir nochmal auseinander looten. Ey. Ja, nochmal. Das sagt mir so hier ehrlich gesagt gar nichts. Hier kommen wir was hoch. Ich glaube aber nicht, dass es gedacht ist, dass man noch husten soll, oder? Obwohl, man würde ohne Probleme an die Leiter kommen. Doch, ich glaube, man soll oben lang. Aber eins nach dem anderen. Hier, der Generator. Zumindest haben die Jungs das eilig. Okay. Hundi nehmen wir allerdings noch einmal mit. Schön. Genau wie den da. Entschuldigung, Hannes. Das ist schon mies. Erst Kopf verlieren und noch die Beine absäbeln. Ja gut, selber schuld, Hannes. Was strickst du mir auch dein Bein dahin? Sollen wir mal gucken, ob wir da auch gleich reinkommen? Einmal den hier. Der muss auch regelrecht vom Scheißen erschlagen worden sein, ne? Oh, die Grüne. Naja. Lang gelebt hat sie auch nicht. Sie hat schon gefault. Aber jetzt ist jemand gemütlich gemacht im Container. So viel muss man lassen. Schön. Was haben wir hier noch so? Ein wertvolles Duel und... Jo. Hässlich. So, rein theoretisch. Hier könnte man reinlaufen. Mich würde aber auch interessieren, was oben ist. Sag ich ganz ehrlich. Den da kann man, glaube ich, auch looten. Jo, 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 jo. Jo, können wir gleich verkaufen? Haben wir schon. Danke. Würde mich wirklich mal interessieren. Ich gehe einmal hoch, wenn es hier unten reingeht. Oder es gibt zwei Wege jetzt. Ist natürlich auch möglich. Haben ja manche Bio-Eis. Okay, ich glaube, hier soll man gar nicht lang. Hui. Möchte aber trotzdem einmal gucken. Ne, ne, hier oben ist auch nichts. Hier wäre zwar ein Loch. Ja gut, man würde hier reinkommen. Ich gehe unten rein. Das hier ist garantiert eine Falle hier oben. Hier hätten wir ein paar Türen, die wir mitnehmen können, wenn wir sie gerettet kriegen. Master, we are not alone. Schön. Schlange haben wir noch irgendwo rumlaufen? Ja, die ist nicht zu überhören. Aber wo ist sie? Ich meine, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Okay. Hier gucken wir einmal rein. Ja gut, die Nägel brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber den Rest nehmen wir mit. Danke. Die ist bestimmt draußen unterm Haus. So eine schöne Anspielung auf die USA, wo sie ja öfter so kleine Schlangenproblemchen im Haus haben. Wieso habe ich das getan? Brauchen wir doch gar nicht. Wäre zumindest möglich.
Über die hatten wir ja schon geredet. Dankeschön, brauchen wir immer noch nicht. Nicht so laut, mein Freund. Das geht mir auf die Ohren. Ja, ach komm, was soll's. Wir brauchen Geld, wir haben schon wieder was ausgegeben. Nimm mit. Das nehmen wir ebenfalls mit. Das dann nicht. So, die kommt mit. Die Türe kommt mit. Ich glaube, hier werden wir runter. Ja, hier werden wir runter. Okay. My senses have picked up something. Gut, jetzt lief einer gefährlich, aber es war eine Falle. Wenn wir da runtergehüpft, werden wir hier von hinten voll einen drauf gekriegt. Das wollen wir immer noch nicht. Hier noch einmal. Danke. Ja, gut. Das ist nur einer gewesen. Da kommt man halt ruckzuck durch. Aber hochkriegen müssen wir den Guten hier ja auch. Dankeschön. So, hier vorne haben wir natürlich noch ein bisschen was. Ich habe noch keine Ahnung, wo die Schlange ist. Ach, guck mal. Das ist grüne Alleinchen. Ich will hier nicht schießen, da liegt Loot. Bitte. Und Quiz ist fertig. Ich sag ja, einer Quiz. Aber immerhin gab es noch ein paar Türen. Das brauchen wir nun wirklich beides nicht. Dankeschön. Da oben liegt noch was. Draußen ist auch schon wieder Halligalli, wie sich das anhört. Das brauchen wir genauso wenig. So, ja, nö, doch, ja. Ich war gerade überlegen. Dabei wollten wir die doch mitnehmen. Sehr schön. Dann kommt man noch völlig durcheinander. Ja, aber gut. Allein für die Kochbücher hat sich's gelohnt. Hier haben wir noch ein Explosivmagazin, 90 von 100. Das kann weg. Haben wir den nicht? Wow. Aber Halbi steckt auch unterm Haus fest, habe ich so das Gefühl. Dankeschön. Haben wir ebenfalls. Nimm mit, raus. Die zerlegen wir. Ich glaube, der steckt wirklich unterm Haus fest. Oder ist hinter mir? Nö. Gut, ein bisschen Gammelfleisch. Ja, ist ja gut, Halbi. Wir gucken gleich mal nach dir. So, dann haben wir hier aber auch alles ausgelutscht, was ging. Genau wie die Schlange, die wir hier ständig hören. Geht das Ding hier auch mehr singen? Nö. Glaube ich nicht. Das Eisen, ne? Jo. Na, ihr Hauskriecher? Die Lady noch? Muss doch nicht gleich den Arm verlieren. Bitte. Ganzen Kopf ist besser. Gut, es gehört nicht mehr dazu, weiß ich. Aber wenn man hier schon mal das wie auf dem Präsentierteller stehen hat, das ist sehr schön. Sehen wir so eine kleine Mini-Bude, ne? Ist auch so eine Einser-Quest. Ah, ja, gut, ja. Haben wir ja eh alles voll. Ich glaube, hier gehe ich noch mal kurz reingucken. Jemand hier? My senses have picked up something. Ah, gut, hier ist eine kleine Schlange. Ey. Na, wo bist du, Lady, hä? Ich höre dich doch. Da. So, die nehmen wir auch mal kurz mit. Alles Esen. Alter, hab ich mich erschrocken. Mann, Mann, Mann. Bleib liegen. Ey, sag mal. Sag mal. Ey, du kleines. Immer diese Bodenfetischisten. Also ich glaube nicht mal, dass das hier ein Quest-POI ist. Aber hier gibt es ja auch nicht wirklich einen Hauptloot. Also klar, nebenbei so ein bisschen zum Looten. Schön. Okay, dann schadet es ja nicht, dass wir hier reingeguckt haben. Dankeschön. Dankeschön.
Das brauchen wir nun wirklich nicht. Hätte ja sein können, dass wir hier noch Kochbücher kriegen, aber... offenbar nicht. Na, aber immerhin, ne? Den kannst du mal verkaufen. So, die Weg. Und dich nehmen wir auch mit. Mal abgesehen davon, wir hätten die Tür aufmachen sollen. Wie sollen wir denn hier reinkommen? Von oben? Wahrscheinlich. Ja, von oben. Wenn das hier ein Quest-POI ist, dann gehört hier aber definitiv noch was mit zu. Es ist immerhin... ich meine, wir hatten hier drin nicht mal ein Hauptloot, ne? Hier geht's zumindest hoch und da geht's normalerweise rein. Oder ist da noch was unten drunter, dass ich irgendwas übersehen habe? Warte mal. Jeweils nicht. Nö. Hier wären wir normalerweise reingekommen. Bis auf das eine Waffentäschchen. Also wenn das hier eine Quest ist, dann ist das wirklich sehr enttäuschend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay. Ist jetzt nicht unser Problem. Tag der Herr. Incoming enemy. Prepare for conflict. So, die Bude hier haben wir gerade durch. Wusste ich doch, die ist unterm Haus. Das wusste ich doch. Wo bist du denn jetzt? Dor. Captain Helm zu fies. Okay. Billy. Na, bleib. Da warte mal, die Schlange würde ich schon gerne mitnehmen. Bevor sie mir noch jemand klaut. Danke. Guck mal, den Abgebrochenen hören wir auch wieder. Hat das auch geschafft? Ich glaube, wir fahren erstmal nach Bobby. Nach Bobby. Bobby, 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 Bobby. Bobby, der kleine Schlobby. Na. Ja, ich glaube, das sollten wir locker schaffen. Da haben wir noch E-Drop. Oder wurde mal. Ich vergesse ihn wie sonst. Moment, wir holen auch mal den E-Drop. Ich glaube, der liegt im Wasteland. Bevor wir dann jetzt aber reinfahren. Wir haben noch Reparaturkits eingesteckt. Und danach fahren wir zu Bobby. Ich hatte von irgendwie einen Zombie mit Vollspeed umgefahren oder so, dessen ist es so beschädigt. Okay. Den holen wir uns einmal. Wenn wir Glück haben, zählt das nämlich nach der Game Stage das Wasteland. Und da ist mal was Brauchbares drin. Kommt ja selten vor. Oder liegt denn der... ja, wir sind hier genau auf der Grenze, ne? Ah, er liegt aber im Wasteland. Das ist gut. Schön, dann zeige ich mal her. Ah ja, ah ja. Okay. Können wir gleich alles mitverkaufen bei Bobby. Okay. Wir fahren jetzt erstmal hin. Da muss ich gleich einmal ganz kurz ein bisschen Platz schaffen. Hundi! Sehr schön. So, und da vorne ist unser Freund doch auch schon wieder. So, gibt's eine Straße bei dir? Ich park nicht gerne in der Pampa. Hier ist es doch. Schön, warte. Kriegen wir noch irgendwas drin? Ah, nicht viel, warte mal. Donny! Wie gesagt, viel Quests machen wollte ich hier sowieso nicht. Das kann rein, das kann rein, das, jenes. So, der geht im Verkauf. Der geht im Verkauf. Rein, rein, rein. Das kann raus. Die zerlegen wir mal. Braucht er ein Weilchen für. Die werden wir mitverkaufen. Das packen wir erstmal rein. Das geht mit dem Verkauf. Das geht mit dem Verkauf. Okay. Brech einmal kurz ab. Kannst du gleich machen. Einmal kurz reparieren hier.
So, den kannst du den zerlegen. Schön, den zoll ich mal her, mein Freund. What a wonderful day. You did it. Great. Gut, ja, denn weil wir gerade welche verbraucht haben, hier Reparaturkit und ja, ansonsten nimm mir Klebeband. Klebeband ist aber gut. So, mein Freund. Das war zumindest die erste Quest, die wir bei dir gemacht haben. Du kriegst auch mal das ganze Gedöns hier. Junge. It's been a real pleasure. Da wir noch ein bisschen Zeug haben, werden wir. Das ist alles nur abholen gewesen, ne? Na ja. Garage Construction. Passt schon. Ja gut, könnten wir, ne? Könnten wir, aber ich bin kein Dieb. So, hier kriegen wir eh nichts mehr rein. Droni, habe ich dich eingesperrt? Da bist du ja. Ist da vorne jedenfalls. So, Geld haben wir eben mal mit, aber das kann er rein. So, dann passt das alles. Gut. Dann bevor heute aber auch am Ende. Es geht hier natürlich morgen weiter. Mal gucken, wie wir es schaffen. Durch die Einsatzquest kommt man ja relativ schnell durch. Noch so ein, zwei, vielleicht drei Quests. Dann fahren wir dann langsam Richtung nach Hause. Ah, vielleicht nur eine Quest, weil ich würde gerne die Händler noch mitnehmen. Wir wollen halt den Joel hier noch mitnehmen. Wir wollen unseren Jet noch mitnehmen. Und dann können wir uns zu Hause um die Elektronik kümmern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.